Hallo. Ja, hallo, schön, mein Name von der Stromenergieberatung. Wunderschönen guten Tag, Herr Dahlsim. Ja. Herr Dahlsim, es geht um den aktuellen Stromtarif. Da haben wir Spartarife für Sie, die Sie nutzen können. Sie hatten vor kurzem ein Gespräch mit unseren Kollegen, ist das richtig? Spaßtarifen. Ja, Hallo. genau. Es geht um Okay. Strom und Gas. Und da kann man jetzt Spaß haben? Und ja, da können Sie sparen. Ja, sehr gut. Aha. So, und ja, erwarten Sie auch Unterlagen, Herr Dahlsim? Wie bitte? Was werde ich machen? Erwarten Sie Unterlagen von einem neuen Anbieter? Nein. Okay. Bei welchem Anbieter sind Sie denn zurzeit? Das Stadtwerkung. Stadtwerke. Super. Und was bezahlen Sie dort monatlich? 60 €. Für Strom und für Gas? Das ist ungefähr 30. 30. Okay. Ja. Schauen wir mal eben nach, kleinen Augenblick. Sind Sie auch von Stadtwerkung? Nein, ich bin nicht von der Stadtwerke. Ach so, von wo machen Sie einen Anruf, bitte? Sie sind von einer Beratungsstelle Ah, okay. und arbeiten hier mit mehreren Anbietern für Strom und Gas zusammen. Ach so, und jetzt werde sie einen Control machen? Genau, dann wollen wir mal schauen, ob sie auch wirklich weniger, ob sie zu viel bezahlen oder nicht. Und Schauen wir mal eben nach. was kann man machen, wenn wir das zu viel Geld geben? Dann können wir Ihnen was Günstigeres anbieten. Oh. Aber ich habe hier gerade ein Problem mit meinem System. Aber warum? Deshalb kann ich Ihnen, dass ich, deshalb kann ich jetzt hier nicht einschauen. Wir melden uns später noch einmal bei Ihnen, ja? Haben Sie dieses, wie heißt das, WannaCry, dieses Virus bei Ihrem Computer? Nein. Weil ich bin Computertechniker, vielleicht kann ich Sie helfen. Was ist dein Problem? Also das Problem ist, dass ich im Moment in meinem System die Anbieter nicht sehen kann. Na so. Nimmt mein System im Moment nicht an. Ich Also, werde das an meine Vorgesetzten weiterleiten. Lediglich. Sie arbeiten mit ganz normalen Computern? Ja, genau. Ja, haben Sie eine Tastatur? Ja. Können Sie einmal das Alt-Taste suchen? Das ist neben Ja, habe ich Leertaste. hier. Und dann oben F4, dass Sie da mal gleichzeitig drauf drücken. Alt und Habe ich. F4 gleichzeitig. Und was jetzt passieren? Schauen wir nach. Gar nichts. Beides gleichzeitig drücken, Alt und F4. Habe ich gemacht. F4 und Alt. Ja, Tut sich gleichzeitig. gar nichts. Habe ich. Und können Sie Tut sich aber nichts. nochmal Hardcore drauf drücken? So, habe ich. Ich bin gerade dabei, beide zu drücken, aber es tut sich gar nichts. Ja, und sind Sie mit das Maus beides Fenster von Programm drinnen? Herr Dyson, das ist ein ganz spezielles Programmsystem. Ja. Das ist aber Debug-Menü. Das wird immer funktionieren eigentlich. Denn Sie können auch mal STR-Steuerung, STRG, Alt und Entfernen gleichzeitig drücken. Moment, wo ist dieser? STR. Das Ah, ganz da. links. STRG. Ganz links. Ja. Moment. Ganz links, ganz unten. Es Ganz sei denn, links, ganz unten. Sie haben indische Tastatur. Dann ist woanders. Kontrolltaste. Eine Ist das die STRG steht da. Kontrolltaste? Da steht STRG drauf. Steuerung. STRG. Was für eine Sprache hat Ihr Nee, Tastatur? das habe ich hier nicht stehen. Habe Ich habe hier Sie. CTRL stehen. Ja, das ist Control, dann haben Sie das Englisch-Tastatur. Dann Genau. Control, Alt und Entfernen. Bei Englisch wird es Delete sein, Delete. DEL. Okay. Ups, jetzt bin ich ganz weg. Ach, Scheiße. Wohin denn? Das war ganz auf einmal weg. Ich habe hier geschoben. Ist das ganze Programm weggegangen? Programm weggegangen. Oh Ich habe mein sofort Gott. auf Widerrufen gemacht und dann war es weg. Okay, gut. Herr Gansten, wie gesagt, Geht ich es jetzt wieder? gebe hier das Telefon. Also, ich schaue nochmal nach. Also, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir keinen Anbieter in der Ortschaft haben. Herr Gansten. Ja, können Sie, dass wir einmal Test machen, ob Sie haben Programmfehler? Können Sie einmal einfach eine große Nein, das Stadt liegt nicht am reinschreiben? Programm.
nehmen Sie einmal Hamburg oder Berlin oder München einfach mal so zur Teständerung machen, dass wir sehen okay, können, ob Sie muss haben man ein machen. Problem bei Ist Ihnen dann auch Computer. die Postleitzahl? Dann ich immer einfach mal Nehmen Sie einfach mal, was ist denn, warte, ich werde mal Dr. Google fragen, weil Dr. Google, das ist meine. Moment, ich habe hier einmal Berlin hier stehen, kleinen Moment. Ja, da können wir mal, weil wenn Sie in Berlin keinen 5, Anbieter 2, 6, haben, 8, dann 7. müssen Sie Chef angreifen. Genau. So. Jetzt Hitler Tarif abrufen. Ja gut, in Berlin habe ich. Das liegt dann wahrscheinlich in Ihrer Stadt. Was habe ich denn dann für haben wir ein. Ihre Ortschaft. Vielleicht ist falsche Postleitzahl drin, und was habe ich denn aufschreiben? Ich habe bei Ihnen die 76534 Baden-Baden. Ist das richtig? Ja, das ist mein altes Adresse. Ah, und die neue Adresse? Ja, das ist 25. Moment, ich schreibe mir das eben sofort auf. Kleinen Augenblick. Vielleicht können wir Deal machen. Also. Ja, genau. 25 und dann? Und ja, dann kommt Akte 13. 813. Und das ist und das Husum. Ist in? Wo? Husum. Husum. Ja, das ist bei dem Meer Jan. Okay. Okay, so, schauen wir nochmal nach. 25813. Husum. So, Tarif abrufen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Bitte wählen Stadt. Husum, genau. So. Aktualisieren. Gehen wir mal 2000 Kilowattstunden ein. Nee. Schauen wir mal Gas nach. Ja. Tarif abrufen. Wie viel Anbieterungen kann man bei Sie angucken, normal? Normalerweise, arbeite ich hier mit über 15 Anbietern zusammen. Mit 15 Anbietern? Ja. Ja. Wow. So, und jetzt bei Gas habe ich was für Sie, aber nicht bei Strom. Ja, aber warum habe ich nur 15? Das gibt doch viel mehr. Ja, das gibt viel mehr. Also in meinem System sind nur 15. Und sind das dann den Besten, was das gibt bei Deutschland? Ja, wir haben hier, also im Moment habe ich hier nur die Mi-Volta zur Verfügung. Da kann ich im Moment, habe ich nur den Einblick drauf. Normalerweise arbeiten wir mit der RWE, Etrimo, Vattenfall, was haben wir noch? EWN, was hat man denn noch? Stadtwerke Pforzheim, Schweizstrom, SWK, was hat man denn da noch? Ich weiß nicht, normalerweise arbeiten wir mit denen auch, aber zurzeit habe ich nur die Mi-Volta zur Verfügung. Oh, vielleicht habe ich die Vertragsstornierin. Oh, naja, also irgendwas. Und wenn Sie nochmal Alt-F4 drücken, vielleicht wird es dann klappen? Nee, das hat mit den Vereinbarungen mit den Anbietern zu tun, Herr Geisen. Ja, also, aber vielleicht ist ja Datenstau bei System drinnen. Nein, das hat nichts mit dem Datenstau zu tun. Ich weiß, dass wir im Moment nur mit der Mi-Volta arbeiten. Normalerweise, wie gesagt, arbeiten wir mit mehreren Anbietern zusammen. Ach aber so. Zurzeit haben wir nur die Mi-Volta zur Verfügung. Ist nur einer Anbieter? Genau, zurzeit ja. Ich sage, normalerweise arbeiten wir mit über 15 Anbietern zusammen. Wie gesagt, da ist die RWE, die Vattenfall, ja. Schweizstrom, SWK oh, und das ist Gletscher ja. und was weiß ich. Und das andere wolle jetzt keine Arbeit mehr mit Sie machen? Nee, das machen die im Moment. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die sich nicht miteinander vereinbaren konnten, unsere Chefs mit den Anbietern oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie das abläuft, da bin ja. ich jetzt wirklich überfragt. Da sind wahrscheinlich wahrscheinlich zu viel Storno gekommen, dass die sagen, nee, wollen wir keinen Deal machen. Das kann sein. Das sind dann leider die Fehler unserer Kollegen dann. Oh mein Gott, entweder das man, muss... entweder hat man das falsch beraten oder ja, ist das... wird Callcenter jetzt geschlossen werden? Nee. Sehr gut. Geschlossen wird's nicht. Weil wenn, ja, dann arbeiten wir eine Zeit lang mit der Mi-Volta und dann kriegen wir wieder irgendwelche neuen Anbieter rein. Das ist nicht das Problem. Telefonieren Sie nur für Strom oder haben Sie auch andere Projekte, so Krankenkassen, nur, Versicherung? Nein. Wir haben im Moment nur Strom und Gas. Ach so, und was muss man da für eine Ausbildung bei Sie haben? Ist das eigene Berufen? Das Beratung? Nein, wenn Sie gut reden können, und Sie werden eingeschult, also wir haben eine Einschulung, ja. die wir durchführen müssen, wie man den Strom berechnet, wie man die KWH berechnet, wie man den monatlichen Abschlag berechnet. Ja. Und dann kriegen Sie Unterlagen von den Anbietern, sag ich mal von der RWE, wie lange die RWE besteht, wie lange die Vattenfall besteht, wie groß die Anbieter sind,
ich sag mal, wie die Vertragslaufzeiten sind, ja, inwieweit ich die im Voraus abbuchen darf, also inwieweit, ich sag mal, bei den Mivolta kann ich zum Beispiel bis 10 Monaten im Voraus, bevor ihr Preisgarantie, ihr Vertrag abläuft, kann ich Ihnen die Unterlagen rausschicken. Oh. Bei einigen Anbietern ist es nur bis zu 6 Monaten, bei einigen bis zu 2 Jahren. Es ist unterschiedlich. Also okay, jetzt müssen wir eine dicke Einschulung und dann, ja, kommt ihr an den PC, dann werden sie in dem System eingeschult. Ja. Mit einer Kollegin, die sich damit auskennt. Okay. Und wenn man merkt, dass das können, dann sind sie alleine am PC. Und wie lange wird das so eine Schulung Andauerung machen? Das dauert bis zu 3 Wochen. 3 Wochen? Oh mein Gott, das ist sehr lange. Ja. Und dann muss man dann so sprechen lernen und Leitfaden auswendig machen. Genau. Wenn der Kunde mir sagt, ich habe kein Interesse, was sie dann drauf sagen müssen. Und ich sag mal, wenn er sagt, ja, ich bin mit meinem Versorger zufrieden, dann sagen sie dies und dies. Also das sind, dann kriegen sie auch verschiedene Texte. Ja. Und mit der Zeit entwickeln sie ihren eigenen Text. Ja. Und dann kommt man dann schon ganz gut durch. Also die erste Zeit haben sie noch Schwierigkeiten, da haben sie noch 10.000 Zettel vor sich. Ich habe immer noch, Sie müssen mal meinen Schreibtisch sehen, ich habe immer noch hier Zettel stehen. Ja. Mit den Kundennummern von verschiedenen Anbietern, mit denen die anfangen, Und was man zu der Kundennummer noch weiter sagt, wie das manchmal in den Verträgen steht, oder die Zellernummer, wie die auch sonst noch heißen können, und, ja, und. Können Sie mir von des also, Schreibtisch mal ein Foto schicken? Ein Foto kann, ja, ich leider nicht. Oh, nicht. Also ich habe die Möglichkeit nicht. Können von Sie vom PC aus. Nee, von mit Telefon einmal ein Foto machen und schicken. Oh, ich habe mein Telefon, aber im Moment ist dabei. Oh mein also Gott. Wir dürfen die Telefone nicht bei uns behalten, damit wir nicht abgelenkt werden. Na, no, und was ich bin ja auch Verkauf machen. Und was müssen Sie sagen, wenn ein Kunde sagt, nein, möchte ich nicht haben? Was dann fahre ich, aber wirklich kein Geld sparen möchte, weil es darum geht, dass Sie für denselben Verbrauch weniger Geld bezahlen. Das ist eine sehr gute Frage, weil wie viele Leute würden auf das Frage, möchten Sie Geld sparen, mit Nein antworten, richtig? Ja, genau, aber die meisten sagen Nein. Oh mein Gott. Zu lachen. Sind die alle betrunken? Ich weiß es nicht. Also manchmal lohnt es sich wirklich, manchmal ärgere ich mich auch. Ich hatte vor kurzem einen Kunden, der hatte wirklich 20 Euro im Monat gespart, alleine, ja, bei Strom. Und er wollte nicht, ne? Warum denn? Das war ein älterer Herr, ne? Ich konnte ihn nicht überreden. Ich habe mit allen Möglichkeiten, Argumenten versucht, die mir eingefallen sind. Ja. Ich konnte ihn nicht. Er war davon überzeugt, ich bin ein alter Herr, ich will nicht mehr, ich bezahle lieber 20 Euro mehr und habe dann keine Schwierigkeiten. Und wenn Leute leider schlechte Erfahrungen gemacht haben, aufgrund unserer Kollegen, ja, dann haben es dann sich doppelt so schwer, die Leute dann umzustellen, ne? Ist das, werden das Kollegen oft Probleme machen, dass sie, Probleme bekommen? Ja, es gibt überall schwarze Schafe, die halt da sind. Oh Gott. Sie müssen sich das so vorstellen. Der eine Kollege sagt immer die Wahrheit, sagt so, Sie haben 2000 Kilowattstunden zur Verfügung, da, ja, bezahlen Sie normalerweise 60 Euro und bei uns bezahlen Sie 50 Euro. Das ist ein ganz normaler Wert. So. Aber wenn der Kollege sagt, so, Sie haben 2000 Kilowattstunden zur Verfügung und bezahlen nur 30 Euro, das, ja, ist Quatsch. Das kann nicht sein. Ne? So. Aber die Leute sagen dann, ja, okay, glauben dann den Kollegen. Ja. Und der Kollege stuft dann die Leute auf 1200 oder 1000 Kilowattstunden runter. Dann bekommt der Kunde wirklich nur 30 Euro im Monat, einen Abschlag, und bezahlt am Ende des Jahres das Doppelte. Oh mein Gott. Und solche, und dann und kann dann natürlich. Haben wir keinen Bock mehr. Und da kann natürlich auch sein, genau, dass deswegen das Leute dann das Vertrag kündigen, genau, und sagen, wir wollen nicht, dass sie für uns, genau, telefonieren. Oder die Kollegen machen das so, ich sag mal, ich gehe mal jetzt wieder von 2000 Kilowattstunden aus, wir sagen, für 2000 Kilowattstunden ist in Ordnung, Sie bezahlen hier aber nur 50 Euro, ja, trägt trotzdem 2000 Kilowattstunden ein und bezahlt, der Kunde bezahlt, ich sag mal, 60 Euro, ja, und bei dem neuen Anbieter bezahlt er 65 Euro. Ist das, so, und dann bezahlt er, oh mein Gott, sieht ja der Kunde das und sagt, nein, ich will das nicht und schickt das zurück. Ja, das ist ja schrecklich. Ist das, das nicht verpasst. Ja, muss man da, haben die so ein Vorgaben, wie viel Verkauf müssen die machen, dass die so Scheißdreck erzählen? Nein. Nicht? Nein, das haben wir nicht. Nein. Aber warum werden die dann lügen? Kriegt man viel Geld für einen Auftrag? Einige Kollegen arbeiten mit Prämien. Okay. Und es sind auch meistens diese Kollegen, die das dann machen. Also pro Verkauf, ich habe mal bei 5 Verkäufen bekommen sie 35 Euro und bei 10 Verkäufen am Tag bekommen sie 100 Euro. Oh mein Gott. So, und weil der Kollege dann ein bisschen, ja. Und das ist dann,
Ja, jeder Kollege hat das mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Also ich kann das nicht. Ja, und ich das nicht. Und wie viel kann man da normal bei einem Tag schaffen? Wie viele Leute werden das glauben? Das ist unterschiedlich, Herr Dahlsen. Also ich habe, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ja. Ich habe diesen Monat absoluten Horror. Okay. Ich mache in diesem Monat wirklich nur 1 Verkauf, 3 Verkäufe, 5 Verkäufe. Letztens hatte ich 10 Verkäufe, das war ein sehr guter Tag. Sehr, sehr gut. Aber heute zum Beispiel habe ich noch gar keinen Verkauf. Bin ich okay. ganz offen, ehrlich. Und was sind das meiste aber Menschen, wo Vertrag machen? Sind das mehr alten, jungen Leuten? Ist unterschiedlich. Okay. Das ist ganz unterschiedlich. Da kann man sich. Ich habe mal an dem Tag, wo ich 5 Verkäufe gehabt habe, da habe ich nur ältere Leute gehabt. Aber vorgestern, wo ich 10 Verkäufe gemacht habe, ja. da hatte ich junge Leute mit dabei, da hatte ich auch alte Leute mit dabei, da hatte ich im mittleren Alter. Also das war von allem, von jedem Alter war fast vorhanden. Oh, das ist ja immer sehr interessant, einmal zu hören. Und ja, das kommt auch ein bisschen auf die Kunden an. Ja, wenn natürlich. Wenn die einen guten Tag haben, wenn die gut drauf sind, dann kann man sich auch gut mit denen unterhalten, wie mit Ihnen jetzt zum Beispiel. Ja. Gut, wir haben zwar keinen Verkauf, aber wir halten uns sehr schön, das ist auch sehr schön, das ist für mich auch sehr schön. Das glaube ich. Aber manchmal hat man auch Tage, dann sagen die Leute, nein, ich habe keinen Bock, zack, legen auf. Und wenn oh sie nur Gott. Einen solchen Tag haben, dann sind sie am Ende des Tages so genervt, ja. dass sie sich gar nicht vorstellen. Wie lange machen Sie das schon bei der Firma? Also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren hier. So lange? Oh Gott. Kann man das aushalten mit Nerven? Ja, ich. Manchmal kriege ich einen Nervenzusammenbruch am Ende des Tages, aber es ist ja nicht immer so. Oh mein Gott. Weil das meiste Leute das bei mir anrufen, das sagen, das 3 Wochen, 5 Wochen, 2 Monate. Sind da viele Leute, die schnell wieder weggehen? Also wir haben bei uns auch sehr großen Wechsel. Ja? Warum? Bei uns sind Leute, die ständig kommen und gehen und was weiß ich, weiß nicht. Entweder arbeiten die nicht vernünftig oder sie sagen, das ist nicht der richtige Job für mich. Ja. Oder die finden einen besseren Job. Ich glaube, das bessere Job zu finden ist nicht schwierig. Wahrscheinlich. Nee, das ist nicht schwierig, aber sie müssen sich. Also ich gehe mal von mir aus, ich arbeite im Moment in einem Homeoffice. Oh. Ich bin zu Hause, ja genau, und ich bin bei meinen Kindern. Ich habe 3 Kinder, mein Mann ist zurzeit nicht da. Und das ist für mich ein ganz großer Vorteil. Wenn ich draußen arbeite, kann ja. ich nicht bei meinen Kindern sein. Und dann habe die ich Ihnen. Ich habe noch einen 6-jährigen Jungen, oh. der zur Schule muss. Und dann habe die ja. sie so Computer gegeben und jetzt kann man da genau. einen Test machen. Genau. Okay. Also ich hab hier so eine kleine Nische in meinem Wohnzimmer. Wo ich dann meinen Schreibtisch habe, mit den ganzen Zetteln aufgeklebt, ja. mein PC auf dem Tisch und kann mich dann in aller Ruhe um meine Arbeit kümmern, kann ja. mich auch gleichzeitig um meine Kinder kümmern. Das ist doch ein cool. absoluter Vorteil für mich. Aber Sie haben doch vorhin gesagt, Sie dürfen kein Handy bei Arbeit haben, aber wenn Sie zu Hause sind, dann können Sie mir doch Fotos schicken. Das wird doch niemand merken. Oder ist ja, der Chef dabei? Das kann ich machen, aber ich habe mein Handy meinem Kind gegeben. Oh Gott. Der ist gerade drauf. Es wird große Rechnung kommen. Erstmal ganze App Store runterladen. Ja, das ist so eine Sache. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Okay. Also ich habe 3 Kinder. Der älteste ist 19 und der kennt sich schon mit dem Handy aus. Oh, da ja, kann ich ihm schon vertrauen. Die Kinder können so, das ja meistens besser. Aber jetzt müssen wir mal noch gucken, ja, wie wir das mit Ihrem Computer. Haben Sie Windows 7? Bitte? Habe Sie Windows 7? Da bin ich jetzt überfragt. Muss ich mal nachschauen. Kleinen Augenblick. Was haben wir denn hier von Windows? Wie sehe ich das denn jetzt? Ich glaube 8. Ach so. Können Sie einmal unten, ganz unten auf das Windows-Taste drücken? Ganz links? Habe ich? Ja, habe Sie dann so ein Feld, wo kann man Suche eintragen? Suchen, Moment, ja. Schreibe Sie da mal rein WIN. W-I-N? I, Moment. Wie in der, W-I-N. Ah, W-I-N. Ja, und dann Log, L-O-G. Win, Log. Und dann On. Also Log, Win, K oder nur? Ne, L-O-G, wieder Log in Englisch. Ah, okay. Win, Log, ja, On. Okay. Und dann muss da ein Symbol kommen. Wenn Sie bei Suche drauf drücken. Ja, ich hab. Moment. Hab ich hier nichts stehen. Oh, schade. Dann ein großes Problem. Ja.
Weil vielleicht. Das kann ich dir nicht sagen. Es kann auch sein, dass ich mich nicht ganz damit auskenne. Daran kann es auch liegen. Ne, das aber kann ich denke, dass es, also ich sehe das immer, wenn der PC sich anschaltet. Ich denke, das ist Windows 8 gewesen. Bin aber nicht sicher. Kann auch 7 sein. Ja, das ist sehr gut möglich. Und habe ich TeamViewer bei Computer? Ja, habe ich. TeamViewer, sehr gut, sehr gut. Weil wenn Sie weiter Probleme haben, dann kann ich der Controller machen. Genau. Genau, das macht meine Kollegin, das macht unsere Teamleiterin. Ach so. Wenn ich Probleme mit dem System habe, es ist ja nicht so, dass ich nur ganz alleine arbeite. Ich bin ja auch an Apps gebunden. Und wenn ich irgendwelche Probleme mit dem System habe oder mit dem Hörer oder was auch immer, dann ja. rufe ich meine Teamleiterin an, die lockt sich dann bei mir ein. Oho. Und kriegt das dann in Ordnung. Das ist ja sehr gut. Wir werden ja auch kontrolliert. Auch wenn ich zu Hause arbeite, werde ich ja kontrolliert, ne? Ja, das ist ja nicht so, dass ich dann einfach nur... den ganzen Tag hier, kann ich den ganzen Tag im PC anstellen und gar nicht arbeiten. Ja, natürlich. Und wird der Chef des Gespräch in Aufzeichnungen machen? Ja, genau. Die werden zwischen mich abgehört. Oh Gott. Von unseren Anbietern, natürlich von meiner Vorgesetzten, von unseren Anbietern werden wir abgehört. Von dem einen Anbieter. Ja, im Moment sind wir von dem einen Anbieter, also wo ich mit der Vattenfall zusammengearbeitet habe, da wurde ich sehr oft abgehört, das weiß ich, dann hört man das im Hörer. Ja. Dann haben sie immer wieder ein Hallen dazwischen. Da wurde ich sehr oft abgehört, während des Gesprächs, während der Aufzeichnung. Und meine Chefin, also meine Vorgesetzte, die hört mich auch immer wieder ab. Und wenn wir abends Feierabend gemacht haben, die Aufträge, die ich rausgeschickt habe, wo ich die Aufzeichnung gemacht habe, die werden von meinem Teamleiter nochmal abgehört, okay. ob da irgendwelche Probleme gibt. Und danach gehen die jetzt zu den Anbieter und da werde ich noch einmal abgehört. Oh mein also Gott. Also doppelt und dreifach und vierfach werden wir kontrolliert. Und trotzdem gibt es da so viele Leute, die Betrug machen mit alten Menschen? Ja, es gibt immer wieder reiche Leute. Ich sag ja, das ist oh immer... Gott. Das ist, das hängt mit dem Gewissen von dem Kollegen ab, ne? Ja, das haben kein Gewissen. Also ich... Weil das fängt ja, genau. Das fängt ja damit an, dass das Firma irgendwelche Daten von Gewinnspielfirma einkaufen und dann bei irgendwelche Leute anrufen, weil da kann ja jeder Name reinschreiben. Ist ja eigentlich auch illegal. Aber ist ja scheißegal. Ja. Ja, wie gesagt, Herr Geisemann, also wir versuchen irgendwie unser Brot zu verdienen. Auf diese Weise oder auf welche Weise auch immer. Für mich ist immer wichtig, dass mein Gewissen rein ist und in diesem Fall ist mein Gewissen rein und da bin ich. Ja, wirklich? Der Rest ist mir egal. Ja, wirklich. Ich verdiene lieber 50 Euro weniger am Tag, als wenn ich irgendwelche Leute reinlege. Das kann ich nicht. Ja, das ist ja aber, das Daten bei Internet einkaufen und dann einfach bei Leute anrufen, das ist ja auch schon verboten. Mhm. Also läuft nicht. Wir bekommen die Angaben, soweit ich weiß, von den Anbietern. Nicht von irgendwelchen Dings. Aber woher die Anbieter die Daten herbekommen, das kann ja aber nicht sein, weil wenn das Anbieter, dann können die da ja selber anrufen, dann müssen die euch keine Provision bezahlen. Die wäre ja doof, wenn die das an Callcenter abgeben. Das ist aber für die Anbieter dann günstiger. Das ist günstiger, irgend so ein Firma Provisionen und Mitarbeiter zu bezahlen, statt selber da anzurufen? Genau. Ja. Oh mein Gott. Sitzt ihr bei Nordkorea, dass das so günstig sein kann? Bitte? Wo ist Callcenter? Ist das bei Nordkorea? Soll ich ehrlich sein? Ja. Ganz ehrlich? Ja. Ich bin in der Türkei. Haben wir gewusst. Also ich bin nicht in Deutschland, ich bin in der Türkei. Ja, aber guck mal, du rufst so an ganz mit Telefonnummer mit deutsches Vorwahl. Das ist dann auch schon wieder illegal. Du hast falsche Nummer anzeigen. Das ist aber, Sie müssen sich jetzt mal so vorstellen, Herr Geisen. Das ist ja mit von dem Anbieter. Das ist nicht meine Telefonnummer. Die Telefonnummer unter der ich rufe jetzt zum Beispiel über ein Internetsystem an. Ja. So. Und die Telefonnummern, die sie durchgeben während der Aufzeichnung, das sind die wirklichen Telefonnummern, unter der die Kunden wirklich anrufen können und sich informieren können. Bei den Anbietern selbst oder bei Beratungsstellen in Deutschland. Ja, aber es wird ja dann... Die gibt es wirklich. Ja, aber ihr Firma täuscht ja dann das Nummer vor. Das ist ja Spoofing. Das kann man ja nicht machen. Ja, also die fragen mich solche Sachen, ich weiß nicht, und je ehrlicher ich werde, desto mehr komme ich in ein... Ja, Gewissenskonflikt? Ja, oder was wollten Sie sagen? Nein, Gewissenskonflikt nicht.
Also ich bin ganz offen und ehrlich, weil ich in einer Firma arbeite, die wirklich mit großen Anbietern zusammenarbeitet. Es ist ja nicht so, dass es irgendwelche kleinen Unternehmen sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ja, dann, das ist ein einziges Unternehmen. Genau, dann würde ich ja nicht mit der RWE arbeiten oder mit der Wattenfall oder mit der Primo oder was auch immer. Ja. Na? Das Lustige ist, das kann, ja, ist das kann so, ja theoretisch kann ja jeder machen. Ist das Vollgesetzte auch bei Türkei oder ist das bei Pakistan? Nein, das sind die, also ich bin selbst in der Türkei. Und das andere Leute auch, denn auch da sitzen bei. Ja, auch. Okay. Ja, ja. Das also meine Kollegen sind auch in der Türkei, ja. Aber der Hauptsitz von unserem Office, das ist in Deutschland. Ja, wie heißt das Firma? Das ist die Deutsche Energie, Strom- und Energieberatung. Deutschland GmbH. Ja, das ist angeschlossen. Und wo ist das? Und wo ist das Firma? Wo ist das Firmasitz? Das ist der Hauptsitz ist in Hamburg. In Hamburg? Ja. Aber ihr ruft auch nicht mit Hamburger Nummer an. Nein. Sie müssen sich das so vorstellen. Der Hauptsitz ist in Hamburg und es gibt unwahrscheinlich viele Abteilungen. Abteilungen? Also der Hauptsitz ist in Hamburg. Der Hamburger Hauptsitz arbeitet mit über 700 Anbietern zusammen. Okay. So, und dann kriegt die Abteilung A, ich sag mal, 20 Anbieter, die Abteilung B kriegt 20, die Abteilung C kriegt die nächsten 20 und so ist das Ganze verteilt. Ah, ich habe verstanden. Haben Sie Internetzugang? Ja, natürlich. Ja, können Sie einmal, wissen Sie, welche Nummer die anzeigen? Welche Nummer ich anzeige? Ja. Das ist die 03222. Ja, können Sie das Nummer mal bitte bei Google reinschreiben und auf Suche drücken? Okay, sofort, kleinen Augenblick. Will ich gerne machen. Ja, das ein bisschen Aufklärung machen. So. So, Moment, 03222. So, schauen wir sofort nach. 322 321 321. So. Was heißt das? Habe Sie eingegeben? Ja, habe ich eingegeben. Ja, und können Sie jetzt sehen? Telefonterror, Telefonbetrug, Belästigung, jeden Tag, bei Nacht, morgens, Mittag, Abend. Mhm. Ganz viele Leute das schreiben. Keines Name von Firma, immer nur Leute, wo Beschwerungen machen. Und ganz viel Anzeige machen. Gut, wie gesagt, die haben leider nicht den Einblick darauf, wer wann angerufen wird. Also, ja, ich habe auch einfacher. Ich habe auch keinen Bock, die Leute zehnmal am Tag anzurufen. Ja. Das ist für mich auch nicht ganz einfach. Ja, aber Sie müssen doch mal gucken, was Ihr Firma machen. Dass ganze Leute alle immer angerufen werden und falsche Sachen erzählen, beleidigt machen, bedroht machen. Und dann sagen Sie, Sie können mit Gewissen vereinbaren. Das ist gut, dass sind Sie nicht bei Deutschland, weil sonst könnte man eine Verhaftung machen. Mhm. Wann kommen Sie nächstes Mal bei Deutschland? Da können wir Zoll anrufen. Ja, Gott. In Deutschland kommen wir, wenn Sie bei Ihnen egal sind. Ja, und dann, bei welchem Flughafen? Bei welchem Flughafen werden Sie ankommen? Ich weiß noch nicht, wann ich ankomme. Also, ja, aber welche Flughafen? Also, Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Wir sind jetzt schon... Entweder Düsseldorf oder Münster, eins von beiden. Ja, wir sprechen jetzt seit 29 Minuten. Können wir bitte noch eine Minute weiter telefonieren, weil dann hat das Fangschaltung sein Ziel gefunden. Okay, gut. Sehr gut. Ja? Hallo, warte, eine Minute noch für Fangschaltung. Warte mal. Erzähl mir noch was. Wie ist dein richtiger Name? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Computer zu Absturz gebracht, dazu bekommen, alles zu erzählen. Und dafür kriege ich ein paar Teilungen und ein paar Daumen und vielleicht ein Ziegenfoto.